Nee. Kann also nicht das Richtige gewesen sein. Ist nicht der Ernst, dass ich einfach an den PC ran kann? Ja, hallo, liebe Freunde. Willkommen wieder bei Batman Arkham Knight. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Oracle, ich brauche einen Weg zu Scarecrow. Wir haben keine Zeit. Das wird dir nicht gefallen. Es gibt nur einen Eingang und der ist von innen versiegelt. Und er unterbricht mich. Was ist mit dem Wartungstunnel? Was ein Arschloch. Er verläuft hinter der Hauptwand der Einrichtung. Ich schicke dir die Position. Was hast du vor? Improvisieren. So. Nachdem du mir ja improvisierend ins Wort gefallen bist, meiner... Naja, gut, die Ansprache kennt auch schon jeder. Nicht wahr? Liebe Freunde, jetzt haben wir den kaputt machen da. Und ich denke mal mit der Knipperkanone hier. Zip. Noch was? Greif auch nicht. Gut, ich denke, ich werde mal hier aussteigen. Oder? Dann komme ich doch da oben noch irgendwie hin, oder nicht? Ach so, da kann ich mich dann wieder nicht langhangeln. Muss ich da mit meinem Fahrzeug rein? Nö. Nein, da musst du nicht rein, Gunshot. Genau, Batman. Gleite doch einfach von da, wo du willst. Und nicht da, wo ich... Ich mische das auf. Geh halt noch ein Stück höher. Ja, in der letzten Folge sind wir ja so Arkham Knight begegnet. Der ist ja schon wieder weg. Und jetzt müssen wir hier. Er gleitet. So. Ja, und ich denke mal, wir sind jetzt auf der Suche nach ihm. Ich komme mir ja gerade ohne Fahrzeug so ein bisschen nackt vor. Oh, Heiliger. Okay, ich muss hier mit Fahrzeug hoch. Hm, da stehen ein paar Tanks. Ob die zum Problem werden könnten? Ich hab keine Ahnung. Ist hier nicht ein Rohr, womit ich die halten kann? So, da muss ich mich hier aber irgendwo... Ach, scheiße. Mir schwarmt schon wieder Übles. Oder? Ich habe so das Gefühl, ich muss mit der Rampe da irgendwie... Egal, steig mal ein. Sind hier irgendwie Greifhaken, den ich benutzen kann? Spring doch mal. Er springt nicht. Ich habe eine Idee. Ach, ich bin doch so bescheuert, ne? Lasst mir mal wieder in den Comments, wenn ihr gerade die Lösung auch gesehen habt. Und sie euch auch so ins Gesicht gesprungen ist, wie mir eine... Keine Ahnung, ne? Dann schnell eine Faust. Gut, hier liegen immer noch die ganzen Leichen. Oder ausgenockten. Batman tötet ja keinen. Zuerst müssen wir uns auf Scarecrow konzentrieren. Dann kümmere ich mich um den Knight. Boah, nicht so viel, Mann. Boah, Alter. Das Ding hat auch eine Steuerung. Kann ich das Ding noch irgendwie? Nee, ich kann es nur runterlassen. Also das Ding macht keinen Spaß. Kran von euch so spaßig vorgestellt. Und nu. Ich hoffe, das reicht.
Ja, das mit meinem Schatzi-Baby-Kack-Dingen hier, mit meinem super tollen Bento-Mobil V12, Super-Aggregat und Monster-Turbo, Methangas-Absorber da hinten dran, ey. Da werde ich das ja wohl noch rüber schaffen. Schwimms. Ups, ups. Okay, dann können wir uns die Typen ja mal vorknüpfen. Na. Schalala in the morning. Hab ich dir schon erzählt, dass es übrigens gerade früh morgens ist? Ja. Ich überprüfe das und melde mich dann. Prüfe das, falle mir nicht nochmal ins Wort. Wie gesagt, es ist gerade früh morgens. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich Batman morgens spiele. Und nicht abends, wo die Atmosphäre viel besser ist. Gut, jetzt habe ich mein super tolles Vehikel. Was? Macht ihr jetzt mal die Tür auf oder muss ich kommen? Das sieht Panzer aus. Wir sind die beste Armee, die es je gab, während er nur ein einzelner Mann ist. Soll er ruhig kommen mit seinem Panzer? Wir haben hunderte davon. Phase 2 kann nicht früh genug beginnen. Ich will da draußen ein bisschen Action haben. Ha, du warst ja wirklich beim Briefing. Gucke, das sind meine kleinen. Das Wachgeschütz gibt den Soldaten Deckung. Ups. Ich muss sie schnell ausschalten, um unentdeckt zu bleiben. Der Techniker meinte, diese Masken würden nicht ausreichen, um vor dem Gas zu schützen. Ja, das kann ja was werden, ne? Ich und Timing. Okay. Ich hab's mir zum Glück gemerkt. Linke Steuerungstaste und die mittlere Maustaste. Dann darf der Betty auch wieder in, ne? Das Gehege da rein. Und jetzt? Jetzt habe ich die beiden ausgeschaltet. Das bringt mir aber nichts. Soll ich jetzt schon wieder zurück? Ich denke wohl, das soll ja heißen. Dann werde ich mich mal auf den Rückweg machen. Da komme ich doch nicht durch jetzt. Nervt das, ne? Meine Fresse. Wozu bin ich dann da jetzt oben hochgegangen? Sehe ich schon wieder irgendwas nicht? Es ist doch so... verrückt werden hier. Ich habe auch jetzt keinen Knopf gesehen, dass ich hier irgendwo die Tore aufmachen kann. Warte mal. Hier scheint irgendwas zu sein. Da unten hinter der Knarre. Und da links unten auch. Ich kann's zerstören. Wahnsinn, warum habe ich denn das nicht gleich gemacht? So. Batman, wir sind wieder auf dem Revier, weiß Gott wie. Hier sind überall Panzer, die Bastarde müssen das seit Wochen geplant haben. Haltet die Stellung, Jim. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Explosion gestoppt habe. Wir zählen auf dich, Batman. Wir stehen das durch, da bin ich mir sicher. Ja, da bin ich mir auch sicher. Wir müssen nochmal kurz Elektriker spielen, denke ich.
Ich wusste es. Batman, sag mir jetzt, bitte. Batman, sag mir nicht wieder das Blaue und das Gelbe. Oh, wieder. Du bist so ein Genie. Man glaubt es nicht, was der alles für Talente hat. Das war's an alle Einheiten. Ace Chemicals wird evakuiert. Ich wiederhole, dies ist der letzte Evakuierungsbefehl. Wer zu uns bleibt, wird ein grausames Angst am fünften Turm. Also raus! Jetzt muss ich hier wieder lang. Ich habe gerade erfahren, dass Phase 1 abgeschlossen ist. Im Moment trifft unser Kunde Vorbereitung, die Stadt in Angstgas zu hüllen. Denkt an eure Ausbildung. Gasmasken? Nutzlos. Atemgeräte? Nutzlos. Nur an zwei Orten seid ihr sicher. Ich werde mal ein bisschen fighten, ne? Hör auf, mich festzuhalten, du dreckiges Kackspastenkind, Junge. Bringt das hinter uns! Wir haben einen kleinen Sprinter. Los. Hau. Das sind ja mal wieder richtig schön viele. Was sind denn nur? Unausweichlich. Was stand da? Alt und 1? Wie soll ich denn jetzt da noch Alt und 1 drücken, Freundchen? Wie soll ich denn das packen? Alt 1 Spezialkombo ausschalten. Ah, okay. Er zieht die richtig schön, die Leute. Hau ihn einfach alles rein, was du kannst, Betty. Oh, ich bin auf deiner Seite. Oh. Du kleiner Vogel, du. Mama hat dich zu viel laufen lassen, oder was? Bam! Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammerkapazität laufen lassen. Er blufft nicht, Bruce. Jetzt wissen wir, warum er die Stadt evakuieren ließ. Er musste die Fabrik unter seine Kontrolle bringen. Nur in den Anlagen von Ace Chemicals kann man eine solche Bombe bauen. Der Fallout wird gewaltig sein. Wir haben ihm sogar geholfen. Es war ihm egal, ob alle fort sind. Er wusste, dass niemand dem Explosionsradius entkommen würde. Das hört sich nicht gut an. Aber wir werden einfach wieder den glühenden Draht. So. Wir werden ein bisschen ernsthaft bleiben. Ich werde ins Bergmobil einsteigen und wieder meine 500 Meter fahren, bis ich bei diesen... Nochmal da. Gentlemen, heute Nacht wird sich Gotham für immer verändern. Ach, es Scheiße. Wird zu einem albtraumhaften Ödland, einem einsamen Symbol für Batmans Versagen, einem Monument der Angst. Aber nicht nur das. Wir werden Gotham zum Epizentrum einer Explosion machen, welche die ganze amerikanische Ostküste in mein Reich verwandeln. Okay, ist mir scheißegal, was für ein Reich du den ganzen Scheiß hier verdammen willst. Ich will euch jedenfalls mal ganz kurz platt machen, wie es geht, okay? Sobald der Raum gesichert ist, kann ich versuchen, die Explosion zu verhindern. Machen wir gleich. Wir verteilen hier noch ein paar Roundhouse-Kicks. Auch ohne Chuck Norris und dann geht's weiter. Da. Bisschen Alarmbereitschaft, mein Freund. Notfall. Explosionsradius bei 23 Meilen und ansteigen. So, was ist der Rest deiner Kumpels? Nicht aufhören. Da. Heilung beim Verladen der Chemikalien. Werde ich mit Antrag fällt Wache. Wie groß muss diese Explosion denn sein? Solange der Kurve. Hab was gehört. Okay. Hab was gehört. Ich renn voll auf dich zu, du Spinner. Erinnern, wie viele sind denn hier? Plan einhalten müssen. Gotham wird dafür bezahlen, was sein Retter mir angetan hat.
Verstärkung! Er kümmert sich um die Besetzung. Mach einfach weiter! Wie soll ich denn da unten reinkommen? Linke Steuerungstaste. Okay. Ach Kack, ich hätte schon wieder was super tolles Spielzeugtechnisches auswählen können. Ich hab's nicht getan. Ab, ab, ab. Immer die Eier. Hab das gesehen. Fünfmal in die Eier gehauen, Junge. Was haben wir hier? Okay, nichts. Ich kann eine Rauchbombe abwerfen. Warum? Ihr habt alle eine Aufgabe. Erledigt sie und betet, dass ihr mein Angst in erster Hand zu schaffen bekommt. Ich wollte nicht wieder weg eigentlich. Die Bürger Gothams können weglaufen, aber sie werden ihrem Schicksal nicht. Oh, Alter. Wie er klettert. Ach, jetzt schießt er auch durch die Wände. Wo ist denn der Typ jetzt? Also Leute, aber ganz funktioniert das hier aber nicht. Bist du da, weißt du? Willst du kaputt machen? Kletter da, wieso kletter auf die ganze Zeit hoch und runter? Die Geschwindigkeit, mit der es in den Blutkreislauf eindringt, wird nur von seiner Wirkungskraft. Oh, du hörst dich ja auch gerne selber reden, oder? Meine Güte. Wo haben wir denn noch ein paar? Da. War ich hier nicht gerade drin? Jo. Sobald es in die Atmosphäre entlassen wurde, wird die Gaswolke. Bams. Ich glaube, das müsste der letzte gewesen sein. Meine Energie sieht nicht mehr gut aus. Meine Energie sieht doch gut aus. Offensichtlich ist der Chemikalienfluss zum Erliegen gekommen, was nur bedeuten kann, dass du hier bist, Batman. Ich bin da. Auf unser Wiedersehen habe ich mich schon gefreut. Ich mich ja nicht. Du kriegst nämlich gleich wieder so auf die Fresse, dass es mir am Ende schon fast wieder leid tut. Wirklich, aber nur fast. Ich weiß, dass du da draußen bist. Die Tür ist offen. Wie komme ich denn da jetzt rein? Ich muss hier mit meinem Fahrzeug rein. Dazu muss ich auch noch mal ein paar von diesen scheiß Geschützen kaputt machen. Also so viel fahren sie jetzt ja nicht auf, dafür, dass ich hier mit meinem Panzer reinkomme. Warte doch. Sagst du mir nebenher noch, wie ich die Tür hier aufmache? Sag jetzt nicht, die hätte ich gerade die ganze Zeit von außen aufmachen können. Dann raste ich nämlich aus. Komm zu mir, Batman. Wovor hast du Angst? Ich hab nirgendwo vor Angst. Ich habe mich verklickt. Oder auch nicht. Ja, doch, da wollte ich rüber. Auf geht's. Wenn das nicht eine Falle ist. Oh Gott, der ist wirklich da. Glaubst du wirklich, du hast gewonnen? Angst macht dich vorhersehbar. Ich habe die vollständige Kontrolle. Wie schalte ich ihn ab? Lass mich gehen, oder sie stirbt. Wovon redest du da? Barbara Gordon. Hast du ihn gefunden? Los, raus da! Sofort! Entspann dich. Niemand weiß, dass ich... Nichts schmerzt so, wie ein Familienmitglied zu verlieren und nur sich selbst die Schuld geben zu können.
Scheiße. Alfred. Ich habe gehört, was dieser Wahnsinnige zu sagen hatte, Sir. Ich habe versucht, Miss Gordon zu erreichen, leider ohne Erfolg. Versuch's weiter. Genau, versuch's Achtung, weiter. Explosion steht kurz bevor. Komme ich jetzt hier raus? So, meine Freunde, das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich hier tatsächlich diese scheiß FPS-Einbrüche erlebe. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Achtung, Explosion steht kurz bevor. Achtung, Explosion steht kurz bevor. Wo komme ich denn hier raus? Steil verstärkte Zylinder. Ich will hier raus. Achtung, Explosion steht kurz bevor. Alter, will der mich jetzt verarschen? Wie komme ich hier raus? Ach, 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 hier. Achtung, Explosion nee, scheiße. Steht kurz bevor. Scheiße, ich kann dir nichts machen. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Ja, das sagst du so einfach. Ich muss ja hier auch irgendwie langkommen, ne? Achtung, Explosion steht kurz bevor. Ne. Kann also nicht das Richtige gewesen sein. Nicht der Ernst, dass ich einfach an den PC ran kann. Ach, ich muss Leute. Ich weiß, das versuche ich auch nicht, aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde sie, Alfred. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Was ist jetzt? Diese Kanister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie! Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie! Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir, bitte! Was habe ich denn jetzt gemacht? Du stirbst hier. Und eine Legende stirbt mit dir. Nein, du hässlicher Vogel. Ich weiß nicht, was ich da jetzt gerade hätte machen müssen. Was sollte ich denn da gerade machen? Das Ding hat auf einmal rot, die blinkt. So, gib mir mal bitte die Chemiemittel mit. Was tun Sie? Sie können es nicht mehr aufhalten. Ich weiß, das versuche ich auch nicht. Aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde sie, Alfred. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Was sollte ich denn da jetzt machen? Diese so. Kanister sind hochexplosiv. Was mache ich da jetzt? Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie! Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie! Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte! Hä? Ich zieh ganz vorsichtig. Das Ding ist überhaupt nicht groß. Boah. Wohin? Ach, da rüben. Okay. Bin doch schon langsam. So. Rein damit und weg aus der Hände, ey. Das ist ja. Ach ja, das wird auch nochmal. Leute, ich schieb's da ganz vorsichtig rein.
Alter, so vorsichtig ist man nicht mal beim ersten Mal. Alter. Gut. Der erste ist drin. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 25% reduziert. Ach, das darf ich jetzt noch orbiten. Wo ist die Alfred? Ich weiß es nicht. Das ist allein meine Schuld. Sie war sich der Risiken bewusst, Master Bruce. Sie wird so wütend sein wie Sie, das zugelassen zu haben. Oh, Wahnsinn. Wenn ich... Sir, hören Sie mir zu. Verstehen Sie nicht, dass er genau das möchte. Ohne Sie ist Gotham ihm ausgeliefert. Das dürfen Sie nicht zulassen. Alter, wenn man das kontrolliert schiebt oder Dings, dann geht es auch. Dann brauche ich nicht mehr großartig aufpassen. Guckt, ich schiebe jetzt die Maus konzentriert von links nach rechts und dann macht das Vieh auch keine Anstalten. Okay. Da. Schon geht's. Sorry, dass das denn eben so lange gedauert hat. Okay. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 50% reduziert. Boah, ich muss noch zwei rausholen, Mann. Ich überwache die Einrichtung. Sie haben keine Zeit mehr. Ich flehe Sie an. Gehen Sie! Das hast du mir beigebracht. Das Richtige zu tun. Nur das zählt noch. Master Bruce, ich flehe Sie an. Sie müssen da sofort raus. Das war arschknapp. Wenn es um Miss Gordon geht, Sie tragen keine Schuld daran. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Leb wohl, Alfred. Warum sagst du leb wohl, Alter? Heini, wir halten das durch, auch mit diesem Explosiv-Tank hier. Ne? Scheiße. Ja, Mann, huste doch nicht rum. Halt den Taschentuch fürs Maul oder was? Ich muss doch hier langsam gehen mit dem Scheißvieh. Einsetzen, ich mache gar... Boah. Los, nun pack es da rein. Sorry, Leute. Als ob ich heiße Kohlen jonglieren muss hier. Komm, einen noch. Oh, Alter, hier geht's langsam richtig hoch. Aber da merkt man dann direkt die FPS-Einbrüche. Ich bin ja mal gespannt, wie viel ihr davon am Ende zu sehen kriegt. Lasst mir mal in den Comments, ob ihr das ziemlich stark bemerkt. Oder eher weniger. Natürlich ist es für den, der zockt, ja immer ein bisschen stärker. Weil ich ja gleichzeitig noch die Performance aufbringen muss. Hast du mich vermisst? WTF?